Ja, genau. Mitte September ist es in El Arenal auf Malle wie früher. Feierwütige sitzen auf der Ballermann-Mauer und schleppen, obwohl offiziell verboten, Getränke in Eimern heran. Aber warum schunkelt, tanzt und säuft fast ausschließlich massenhaft die ältere Generation ab 45 plus hier Mitte September? Weil keine Ferien mehr sind. Und dann nehmen sich die Eltern... Die nehmen sich frei dann, genau. Ah. Die Kinder gehen wieder in die Schule und die Eltern machen Wer passt frei. Auf die Kinder auf zu Hause? Oma. Die Oma. Das aus den früheren Jahren ist, hat geboren, weil früher die Kegelclubs immer im September auf Tour gegangen sind. Und irgendwann wurde Mallorca entdeckt. Aha, im September ist am Ballermann also alles voll mit feierwütigen Kegelclubs, vor allem aus dem Rheinland, die hier mit Mann, Maus, Verpflegung und Bier an den Strand kegeln. Wie viele Fässer haben Sie da an so einem Nachmittag? Wie viele gehen da weg? Das kann ich nicht sagen. Das wissen nur die Männer. 10 Fässer. Mindestens. Da wird alles selber hergestellt. Ja, hier, da wird, werden die Buletten selber gemacht. Kartoffelsalat, schön, ne? Nicht essen gegangen. Ja, das sind hier so die Wochen der Älteren auf Mallorca. Eine Altersgrenze gibt es bei den Kegelclub-Wochen nicht. Hier rocken die Omas mit den Uromas. Ich bin 79. 79? Ich finde das toll. Uroma, Mutter und Muttertasse. Ja. Das ist schön. No. Schleppen Sie dann schon mal Oma nach Hause? Nein. No. Viele Omas gehen ja jetzt Kaffee trinken. Und ich hole eine Flasche Sekt. No. Ach, ist es schön. Deutschland Senior lassen es auf Malle ordentlich krachen. Wo ist der Rest Ihrer Blaskapelle? Die sind unterwegs. Die sind am Einkaufen. Einkaufen, und Alkohol. Teilweise sind noch welche am Schlafen, weil gestern war teilweise. Ziemlich hart. War hart, haben sie gesoffen, ja? Ja, klar. Alles klar. Wir waren im Megapark bis 5:30. Halb Wenn sechs. Die anderen frühstücken, dann gehen wir nach Hause. Aber nicht nur Rentner feiern bei den Pensionistentagen am Ballermann. Das ist mein Papa. Ach, sein Papa. Ach, du bist hier mit dem Papa. Das süße Papa. Du bist die Mama. Ich bin die Freundin. Ach, du bist die Freundin. Oh Gott. Aber du bist doch so alt wie die Tochter. Du bist die Tochter von ihm. Und du bist die Freundin von ihm. Und bist du der Papa? Nein, ich bin der Bodyguard. Wie viele Jahre trennen euch quasi? 23. Ist ja herrlich. Also hier kommen die Generationen zusammen, ne? Wollt ihr jetzt ältere Frauen hier kennenlernen? Nein, ältere Männer. Ältere Frauen? Ältere Männer. Ältere Männer. Ihr wollt ältere Männer kennenlernen? Ja, weil die geben immer viel aus. Ach so. Ja, ältere Männer geben viel aus. Geben viel aus, die haben ein fettes Portemonnaie, ist echt so. Das ist der Hauptmann. Die dicke Brieftasche schleppen die rüstigen Goldager abends natürlich prall gefüllt auf die Partymeile Schinkenstraße. Doch nicht nur ergraute Kegelclubs geben sich hier im September die Kante. Ja, sind Sie Kegelclub? Nein, wir sind eine Synchronschwimmergruppe. Sie sind Synchronschwimmerin? Ja, das ist klar. Tatsächlich? Ja, na klar. Haben Sie einen Ausweis, wo das drinsteht, dass nein, Sie Synchronschwimmerin? Nein. Sind Sie ein Kegelclub? Ja, so ungefähr. Knobelclub. 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 Ja. Und wie viele seid ihr in eurer Knobelgruppe? Ja, also, 10 Leute sind wir. Ja. Und wir machen das Knobelt so. Was aus? Wir knobeln, ja klar, knobeln was aus. Sind Sie auch ein Kegelclub? Ja. Sind Sie ein Kegelclub? Nein, wir sind ein Ramazzotti-Verein. Ein Ramazzotti-Verein. Sind Sie ein Fahrradclub? Kein Fahrradclub. Wir sind ein Swingerclub. Ein Swingerclub. Der September liegt in den letzten Zügen. Egal, ob Sie einem Kegel- oder einem Was-auch-immer-Club angehören, buchen Sie jetzt noch schnell eine Reise nach Malle. Da können Sie was erleben. Garantiert!